Ja, meine Lieben, herzlich willkommen bei Abernacho und herzlich willkommen in Subnautica Hardcore. Ich bin überrascht, wir sind in der 49. Folge, das heißt in der 7. Woche. Es ist viel passiert, ich war 2, 3, 4, 5, ganz viele Male sehr knapp vor dem Tode. Aber bis hierhin haben wir es echt geschafft. So, den Sicherungsbehälter habe ich, wie gesagt, glaube ich, in den Dünen gefunden. Das heißt, lass uns nochmal in die Dünen reingehen. Vielleicht finden wir einen zweiten und können. Bevor ich dann jetzt die große Pause mache, weil auf das Update warten und gucken, ob der Spielstand überhaupt noch funktioniert. Gucken, ob ihr überhaupt mit dem Spielstand weitermachen möchtet. Gucken, ob das überhaupt irgendwie angenommen wurde. Oder ob Subnautica ein totaler Rohrkrepierer war. Das sehe ich ja dann. Ist da eine Höhle? Nee. So, in welche Richtung werden denn dann jetzt die Dünen? Das ist die Tiefsee. Ich glaube jetzt nicht, dass ich das daher hatte. Es war hier am Rande irgendwo, ne? Meine ich, wäre das gewesen. Ich kann noch nichts da... Oh. Ich sollte mal ganz kurz aussteigen. Und mal mein Reparaturtool nehmen. Wo ist es denn? Wo ist denn jetzt meine Motte? So, ohne Motte... Ach da. Ohne Motte fällt mir das Reparieren schwierig. Ich habe da so ein Talent für. Es ist die einzige Klappe an dieser dusseligen Motte, aber ich treffe sie immer wieder zum Aufmachen. Komisch. Jetzt finde ich aus diesem Pilzwald nicht mehr raus. Hey, vielleicht kriegen wir... Das kann ich auch gut. Ja. Ach Gott, da ist man so schnell auf die 200. Wenn man nicht aufpasst. So. Auf jeden Fall liegt da irgendwas. Und da ich offensichtlich wesentlich robuster bin wie mein Schiff. Hier war ich schon, ha? Sieht mal schwer danach aus. Auf jeden Fall ist hier nichts zu scannen. Geh weg. Du sollst weggehen. Ja. Du sollst weggehen. Ich bin eh schneller wie du. Was willst du? Ach, da ist doch noch einer. So, ab in die Motte. Wenn das jetzt hier nicht die Dünen sind. Oh, wäre ich doch beinahe voll dagegen genockt. Doch, müsste ja dann hier irgendwo. Ja, ich weiß, ich bin schon wieder drüber. Und vor allen Dingen, es geht unheimlich schnell kaputt. Halt, wenn man, logisch. Wasserdruck, ne? Ich bin doch jetzt gar nicht nach unten. 10% verloren für nix. Das ist Schwierigkeit. So, ich muss aber ein bisschen nach unten. Das ist doch jetzt mal echt. Also nach oben und nach unten gleichzeitig drücken. Erster Pilzwald. Na, auf diesem Wege funktioniert das ganz gut. Ist halt tatsächlich, dass ich jetzt momentan nach oben und nach unten gleichzeitig drücke. Um nach vorne zu kommen halt, ne? Und das funktioniert gerade ganz gut. Was ist da? Da liegt nichts, oder? Nee. Aber hier kommen jetzt... Da hinten hatte ich doch dann irgendwo diesen Alien-Sicherungsbehälter gefunden, glaube ich. Nee, hier liegt nichts. Davon hätte ich dann jetzt ganz gern noch einen zweiten. Oh, was ist das hier am Ruckeln? Das ist immer an der Tiefsee. Hier war jetzt nur noch Schrott. Wieso?
Hatte ich doch jetzt gar nicht. Aber ich glaube, hier irgendwo hat man den gefunden. Ach komm schon. Du willst mir das jetzt veräppeln. Ich habe nach oben gedrückt. Ah, das wird jetzt gerade ein bisschen schwierig. Welcome aboard, Captain. Also schwierig, weil ich muss ja meinen Kopf nach unten halten. Und warum machst du das jetzt? Verstehe ich nicht. So. Ja, schwierig. Ich muss meinen Kopf nach unten halten. Warum dreht der denn das Vieh jetzt hier ständig? Da kommt aber auch nichts mehr. So, von da bin ich gekommen. Nur wenn hier nirgendwo Düne ist. Einfach mal so jetzt, na gut, da bringt mir das Licht natürlich jetzt nicht so unheimlich viel. Naja. Versuch mal ein bisschen richtig zu machen. Hier muss es aber verdammt tief runtergehen. Weil ist schon wieder pechschwarz alles. Oder es wird gerade wieder Nacht. Da kommen die schwebenden Inseln. Wenn man da unten noch was finden könnte, wäre natürlich mega. Das nutzt mir nur gerade momentan überhaupt nichts. Irgendwas höre ich hier. Was hast du detected? Habe ich nicht verstanden. Ja, ich weiß. Eine Menge schwebende Inseln sind hier halt. Aber ich glaube, die kennen wir auch alle schon. Das Schöne ist, dann kriege ich eventuell noch ein paar... Ne, kriege ich nicht. Diamanten mit, wollte ich sagen. Ich würde halt andere Sachen da lassen. Das würde ich dann aber auch. Weil eigentlich Peng ist. Ja, dann sind wir ja, glaube ich, an der Insel, wo die Aliens sind. Sieht gerade sehr danach aus. Und von daher können wir eigentlich... Hier ist ja eine Höhle. Hier ist ja eine Höhle. Ja, das müsste eigentlich die Insel sein. Ansonsten, wo sollten wir so viel Massivgestein jetzt? Oh, das ist jetzt aber wirklich sehr unschön auf Futter. Gut, haben wir den jetzt halt mal. Aber hier, auch doof, ne? Man hat hier so eine richtig schöne Höhle, aber es ist nichts drin. Boah. Zieht die sich echt jetzt einmal so komplett durch den Berg? Sieht meiner so aus. Hauptsache, ich finde die auch wieder raus. Das ist, was ist denn da? Aua. Geh mir doch an der Seite, du Berg. Hä? Ich habe schon wieder lustige Sachen gehört. Also hier sehe ich jetzt gerade... Boah. Das wird nachher schwierig, hier wieder rauszufinden. Das weiß ich jetzt schon. Aber es lohnt sich, glaube ich, auch mal reinzugucken. Vielleicht gibt es ja auch mal irgendwann dann... Die sind auch hübsch. Ich habe noch keinen Platz mehr.
glaube, dann brauchst du immer Viererplatz. Das hört sich aber irgendwie so an, als kommt hier irgendwo Luftblasen hoch. Höhlenkrabbler. War nicht schlecht. Was ist das groß hier? Ja, hier war ich ja, ne? Warum finde ich hier nicht mal nette Sachen? In so einer Höhle. Hör doch mal was. Erstmal muss ich jetzt wieder einen Ausweg finden. Ich weiß schon, warum ich hier mit dem Ding reingeflogen bin. Reingefahren bin. Es hat so seine Richtigkeit gehabt, glaube ich. Hier geht's aber auch nirgends mehr raus. Okay. Ausgang. Wo bist du? Da vielleicht? Nicht wirklich. Oh oh. Oh oh. Ich glaube, ich bin jetzt hier ziemlich gefangen. Ein Alien-Fragment. Das hat sich doch schon wieder gelohnt. Gib mal her. Können wir bestimmt noch brauchen. Na, von hier aus kann ich nicht wegschmeißen. Hätte mich jetzt auch mal schwer gewundert. Weil ich muss hier auch irgendwie wieder mal rausfinden. Das wäre vielleicht nicht so übel. Momentan habe ich das Gefühl, ich gehe immer weiter nach unten. Na, natürlich tue ich das, aber ich meine in dem Sinne, dass ich ihn überhaupt nicht mehr rausfinde. Und noch geht das ja. Aber wenn mir erstmal das Wasser ausgeht, dann hat sich das erledigt. Ich glaube, ich mache mich jetzt erstmal und versuche den Ausgang zu finden. Gefunden. Okay. Okay, wir wissen, jetzt muss man nur gucken, in etwa. Na, ich muss jetzt mal wissen, ich muss mal meinen Kopf über Wasser haben. Oh, das ist, das kann man sich gut merken. So. Na, wo ist er denn jetzt, die Basis? Da auch noch was, wollen wir mal gucken. Da haben wir ja jetzt doch in der letzten Folge dieser, eventuell dieser Staffel, ja doch noch was richtig Schickes gesehen. Ja, können wir eigentlich hier unten rein. Direkt wieder, ne? Eigentlich müsste man noch in so eine Alien-Basis und Sicherungsbehälter fliegen. Ich meine, es wäre sinnvoll. Wir gehen jetzt erstmal, letztes Mal sind wir doch noch irgendwie wieder nach oben gegangen, jetzt gehen wir mal nach unten. Da war da auch noch irgendwo ein Weg. Ein bisschen Essen und Trinken haben wir ja auch noch mit. So. Gucken wir mal. Ist ja schon lange her, dass wir hier waren. Und vor allen Dingen hier können wir ja auch gut laufen. So, hochgegangen sind wir. Aber irgendwo ging es doch auch hier noch weiter runter. Meine ich. Ich meine, hier wäre was gewesen. Na, zumindest ging es hier ein bisschen um die Ecke, ne? Stimmt. Hier sind wir auch gewesen. Habe ich mich vertan? Dann war das doch... Ja, und hier war ja, wo die Warnung kam mit den 800 Meter tief und etwa einen Kilometer südwestlich, glaube ich.
Okay. Dann ging es dir doch nicht mehr tiefer. Nee, ernsthaft? Warum? Aber höher haben wir alles gesehen. Da bin ich jetzt hergekommen. Wow, was war das denn? Ich wollte mich doch nur drehen, ist doch alles gut. So, und da. Aha. Okay. Nummer zwei davon. Das habe ich beim letzten Mal gar nicht gesehen. Gehen wir nochmal hier gucken, ob es hier auch noch irgendwas anderes gibt. Kann ich schon sagen, geht es da raus oder was? Wäre auch lustig gewesen. Ne, hier gibt es nur diesen einen Raum, der uns gesagt hat, 800 Meter schlag mich tot, ne? Wir dürfen das nicht ausschalten. Weil wir sind infiziert. Das müssen wir erstmal ändern. Nur auf 800 Meter komme ich nie runter. Ja, da haben wir es reingelegt, damit wir hier durchkommen. So weit, so gut. Und da waren wir dran. Und ansonsten, dann ist das hier das Letzte, was es hier gibt. So. Und jetzt kommt wieder die... Klack, klack. Genau. Kriegen wir zumindest die Info nochmal. Kriege ich nicht nochmal? Das ist ja auch unschön. Wo denn? Warte mal, hier sehe ich mehr. Ich sollte hier öfter mal reingucken. Ich glaube, das lese ich mal alles so weit durch. Ja, das ist ja schön. Aber wo? Sagt er mir jetzt nicht, ne? Tag 118. Na toll. Tag 1. Achso. Er ist ja total. Das Datenbanken. Muss ich alles nochmal ein bisschen gucken. Na gut, dann war das jetzt erstmal mal nichts gewesen. Das heißt, naja, fahren wir nach Hause. Und sind dann jetzt erst einmal, aber klar, also wenn, für euch wird es ja wahrscheinlich dann nahtlos weitergehen, in welcher Form auch immer. Für mich halt nicht. Weil für mich kommt dann jetzt ja quasi die Wochenpause. Ja, eigentlich gar nicht. So, und dann haben wir aber noch einen Block und ein Wasser übrig. Ja, und bei euch ist dann halt die Entscheidung, die wird mittlerweile schon längst gefallen worden sein. Gefällt worden sein. In welche Richtung muss ich denn? Ach so. Ich tue ja die ganze Zeit in eine falsche Richtung fahren. Ja, geht's halt dort her, ne? Insofern wird die Entscheidung ja schon gefällt worden sein, ob wir neu anfangen oder ob wir hier weitermachen. Die sollte eigentlich dann, wenn das jetzt hier 4, 5, 6, 7, 8, 9, ja. Dann haben wir 7 Wochen und dann sollte sie eigentlich vor 3 Wochen schon gefallen sein. Also lange her. Und ich hoffe, dass ich mich bis dahin auch ein bisschen besser in Subnautica auskenne. Aber jetzt mal, ich meine, wenn ich so zurückdenke, haben wir fast in jeder Folge immer schöne neue Sachen gesehen. Das war lustig. Und oft genug den Tod so knapp vorm Auge gehabt, dass ich echt gedacht habe, okay, das wird keine 7 Wochen dauern, das dauert nur 2. So nach dem Motto. War dann schon manchmal ein bisschen haarig. Aber hat mir bis hierhin auf jeden Fall unheimlich viel Spaß gemacht.
Und Basis haben wir schön fertig gekriegt. Obwohl, das geht mit Sicherheit noch sehr viel hübscher. Denke ich mal. Vielleicht kommen ja bei dem Update auch noch ein paar Sachen dazu, wodurch das Ganze noch ein bisschen hübscher geht. Die Andockstation haben wir leider nicht. Die habe ich gar nicht gefunden. Wahrscheinlich auch ein bisschen dadurch bedingt, dass ich ein bushen Fehler gemacht habe beim Mushroom Forest, wo ich halt einfach mal falsch durchgefahren bin. Muss ich so denken. So, jetzt sind wir gleich immer zu Hause. Ach, unsere Base. Da ist sie. Mittlerweile leuchtet es überall so ein bisschen. Das finde ich auch cool. Und vor allen Dingen, man sieht, mit ein paar Fundamenten und ein paar Ideen kann man echt theoretisch gesehen, so wie ich das jetzt sehe, wirklich riesig bauen. Ohne dass man da Probleme mit der strukturellen Integrität kriegt. So würde ich das jetzt einfach mal sehen. Ja, ja, da kümmere ich mich gleich drum. Ist jetzt fertig, oder? Ja. Kommt auch mit hier rein. Die beiden Eier. Wo habe ich sie denn? Ach, habe ich sie da. Dann kommen die beiden Eier jetzt auch noch dazu. Chip, chip. Das sind auch die gleichen. Okay, die dürfen erstmal hier liegen bleiben. Du liegst aber falsch, weil dich finde ich dann nicht wieder. Leg dich halt hier hin. So. Welcome aboard, Captain. Ich bin zu Hause. Zwei so eine Dinger haben wir eingesammelt. Das ist natürlich gar nicht mal so übel. Oh, Wasser habe ich komplett ausgetrunken. Das ist ja unschön. Da sollte ich mir dann vielleicht wieder ein bisschen Ersatzwasser reinlegen. Vielleicht gehe ich auch zwischendurch einfach nochmal sammeln für den Fall der Fälle. Weiß ich noch nicht. So, jetzt kommt erstmal alles hier rein, was ich jetzt gerade nicht brauche. Also wenn ich sammeln gehe, dann kann ich mir den eigentlich nebenbei anziehen. Aber das kann hier jetzt rein und der Laserschneider kann hier rein. Und das brauche ich auch nicht. Einen Scanner lassen wir vorsichtshalber drin. Nee, ich wollte jetzt ja... Doch, ist doch richtig. Weil ich den auswechseln wollte. Gegen den Destillieranzug. Ja. Okay, jetzt noch ein bisschen essen und trinken. Und dann ist gut. Ah, ein noch. Und auch den da. Wunderbar. Machen wir auch noch einen. Sehr schön. Und weil es halt schön ist, ja, hochklettern, danke. Und hier auch noch einmal hochklettern, bitte. Das finde ich schön. Mit diesem Sonnenaufgang verabschieden wir uns jetzt. Ich weiß noch nicht, ob aus dieser Folge, das weiß ich jetzt noch nicht, oder ob aus dieser Season. Auf jeden Fall, wir werden mal schauen, was wir noch so Schönes machen können. Und ihr könnt mir mal hier unter die Season drunter schreiben, jetzt unter dieser Folge, wie ihr das gefunden habt, dass ich die einfach mal vorproduziert habe, aufgrund dessen, dass ich auch wenig Zeit habe und wirklich ohne Tipps und Hilfe selber durchkommen musste, bis auf das eine Mal, wo ich mich ein bisschen gespoilert habe, weil wegen dem Mushroom, ne, wo ich halt wissen wollte, wo ich das Ding finde. Aber im Großen und Ganzen haben wir ja wirklich durch Erforschung alles erfunden, gefunden. Ja, meine Lieben, war nicht der Sonnenaufgang. Der wäre dann da hinten, oder was? Wahrscheinlich, ja, da. Das wäre jetzt unschön. Gehen wir halt auf die Seite. Na, auch nicht besser. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Teilt es gerne auf eure Social Media. Das wird mir natürlich richtig helfen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Bye-bye.